Umgang mit Höhen und Tiefen des Lebens. Kommentar zum 295. Vers des Viveka Chudamani von Shankaracharya. Bist du vielleicht gerade in einer Phase des Lebens, wo viel im Umbruch ist, wo vielleicht manches, was du aufgebaut hast, sich verliert, Beziehungen zu Menschen sich verändern? Geht es vielleicht gerade hoch und runter in deinem Leben? Weißt du nicht, was deine Aufgabe ist, dann bist du vielleicht zwischendurch verzweifelt oder bist du in einer Phase der Höhen und Tiefen, Emotionen, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt? Lasst uns hören, was Shankara dazu sagt. Vers 295 Viveka Chudamani. Der unbeteiligte Beobachter als ewiger Zeuge aller Veränderungen in allen Dingen, die dem Prozess der Veränderung unterworfen sind, ist zweifellos unveränderlich und ewig, Nitya Avikara. Die Unwirklichkeit des Sichtbaren und Unsichtbaren wird in der Fantasie, in den Träumen und im Tiefschlaf des Einzelnen immer wieder klar erkannt. Veränderungen kommen, schau sie dir an. Veränderungen sind aber letztlich unwirklich. Als Analogie, du kannst auch so viel in deiner Fantasie vorstellen. Vielleicht ist dir schon passiert, was du dir alles vorgestellt hast, was passieren kann. Vielleicht hat jemand eine Bemerkung gemacht und du hast dir überlegt, was hält er von dir, was halten andere von dir. Und vielleicht gibt es so viele Menschen, die gar nichts von dir halten und du denkst, du müsstest jetzt einiges tun, dass sie von dir etwas Besseres halten. Und du weißt nicht, wie machst du das, wie soll das alles gehen. Und nachher stellst du plötzlich fest, alles nur Fantasie. Vielleicht hast du dir überlegt, was denkt dein Partner, was wird jetzt passieren? Und ihr hattet einen kleinen Streit, was passiert, kommt jetzt die Trennung und was soll dann passieren? Und nachher, dein Partner, deine Partnerin schenkt dir etwas, umarmt dich, alles wieder gut. So viel war in der Fantasie. Oder wie häufig ist es dir passiert, dass du nachts aufgewacht bist aus einem Albtraum und hast gesagt, ah, war glücklicherweise nur ein Traum. So ähnlich diese Welt ist nur ein Traum. Sie verändert sich. Das wahre Selbst ist Zeuge von allem. Nimm immer wieder diese Beobachterrolle ein. Nimm es heiter an. Schau, was äußerlich passiert. Sei dir bewusst, welche Reaktionen deine Emotionen, deine Gefühle haben. Nimm sogar wahr, welche Fantasien daraus kommen. Nimm es wahr. Dann löse dich davon und spüre, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Was auch immer für Veränderungen kommen, ich war, bin und werde immer bleiben, das unsterbliche Selbst, der Atman.